Herzlich willkommen, Martin Baumann, bei der Sternstunde Religion. Danke Ihnen, dass ich hier sein darf. Wir sprechen heute über Religion und Integration. Sie sind Deutscher, in Namibia geboren, haben in England und Deutschland studiert, leben nun aber schon 12 Jahre in der Schweiz. Sind Sie selbst integriert? Ich würde sagen, ja, ich bin integriert. Wir haben viele, meine Familie und ich, viele Schweizer Freunde. In einem Quartier, wo wir wohnen, sind wir sehr gut vernetzt. Ich helfe beispielsweise mal bei Turmführungen in der katholischen Kirche mit. Meine Frau ist sehr gut integriert, indem sie Unterricht für Migrantinnen gibt und weiteres. Mir fällt auf, Sie brauchen ein Konjunktiv. Ich würde sagen, das heißt, Sie empfinden es so. Gibt es denn auch ein objektives Feststellen Ihres Integriertseins? Ich habe den Konjunktiv gebraucht, weil er... Integration letztendlich eine Form ist, die von außen zugeschrieben wird, ne? Die sozusagen die Mehrheitsgesellschaft Gruppen, Personen zuschreibt oder nicht, ne? Von daher ist sicherlich das eigene Empfinden, ich fühle mich sehr gut integriert, aber ob das andere so sehen, das kann ich selber kontrollieren dadurch oder mitbekommen, indem mir es andere sagen, indem sie beispielsweise mit mir Schweizerdeutsch reden, ne? Dann ist es eine Form von Integration. Ne? Aber wenn ich auf einem Straßenfest mein deutsches Bier trinke, da ist mir auch schon gesagt worden, du musst hier das lokale Bier trinken, das ich nicht mag, um integriert zu sein. Ärgert es Sie eigentlich, wenn Sie auf Ihre Integration angesprochen werden? Mich ärgert es nicht mehr. Also ich versuche es analytisch zu sehen und frage mich, warum ist dieser große sozusagen Fokus auf dieser Integration in der Schweizer Gesellschaft. Meines Erachtens klappt hier sehr vieles sehr gut. Und ich wundere mich, warum sozusagen diese Thematik, Problematik so oft hervorgeholt wird. In der Schweiz klappen sehr viele Sachen extrem gut. Und ich finde es eine Thematik, die sozusagen ein bisschen eine Schwäche auch bei vielen Schweizern zeigt, dass sie immer wieder sich hervorholen. Wir kommen darauf zurück. Sie forschen an der Uni Luzern, sind Religionswissenschaftler und beschäftigen sich schon seit langem sehr intensiv mit Fragen der Zuwanderung von religiösen Gemeinschaften und ihrer gesellschaftlichen Integration. Ich bin Muslimin, ich bin in der Schweiz geboren, habe einen arabischen und einen europäischen Elternteil. Wie weiß ich denn jetzt, ob ich integriert bin? Ja, das ist die Problematik. Es wird zugeschrieben, einmal die Integration. Ne? Ich glaube, für viele, wenn wir gerade auf viele Schweizer, auf viele, die sozusagen Immigranten sind, die Schweizer sind, schauen, ne? Sie fühlen sich integriert, wenn sie die Sprache hier sprechen, wenn sie einen Job haben, wenn sie sozusagen beruflich eingegliedert sind, wenn sie auch beispielsweise auf bestimmte Anlässe eingeladen werden. Na, wenn Sie beispielsweise im interreligiösen Kreisen, wird jetzt der Hindu-Priester bei uns in Luzern eingeladen. Das ist eine Geste, die vorher nicht stattgefunden hat. Wenn die Universität Luzern jetzt nicht nur mehr den Kirchenvertretern zu ihrem Dies Academicus einlädt, sondern auch andere Religionsvertreter. Ich denke, das ist eine Öffnung und es ist ein Zeichen, ihr gehört dazu und wir möchten euch dabei haben. Wenn die Integration aber oder das Integriertsein nur von außen zugeschrieben wird, dann kann der Einzelne zu Integrierende ja im Prinzip ja gar nichts dazu beitragen. Doch, er kann sehr viel dazu beitragen, indem er teilnimmt, indem er sich einbringt. Ne? In der Schweiz ist es sehr deutlich ein Zeichen, in Vereinen Mitglied zu sein. Ich glaube, Integration läuft viel darüber, ob man sich austauscht mit anderen. In der Straße, im Quartier, in der Schule, in der Universität, sozusagen teilnimmt an den Angeboten einer Gesellschaft. Und in dem Sinne ist es natürlich wichtig, nachzudenken, was heißt Integration eigentlich? Und ich verstehe Integration als Teilhabe an den Angeboten, Ressourcen einer Gesellschaft. Und hier haben, würde ich sagen, doch Großteil der Migranten haben sehr hochgradig Anteil an dieser Gesellschaft, in der Schule, Arbeitsbereich und Ähnlichen teilhaben. Und was genau oder wo genau kommt jetzt die Religion ins Spiel, wenn es um Integration geht? Integration kommt ins Spiel, weil fremde Religion, gerade muslimische, mitunter auch tamilische, hinduistische, wird als sozusagen als ein Störfaktor gesehen, als ein Hinderungsgrund, dass man nicht guter Muslim sein kann und zugleich guter Schweizer sein kann. Sie finden, das geht? Ich finde, das geht sehr deutlich. Ne?
gerade weil in der Schweizer Gesellschaft, auch in anderen europäischen Gesellschaften, sozusagen religiös sein bei vielen ein Teilbereich ist und nicht mehr der Hauptbestandteil von einem religiösen, von einem Leben in der Gesellschaft dann. Und wir haben sehr deutlich gesehen in den Studien, sozusagen religiös sein, sei es tamilisch hinduistisch, sei es tibetisch-buddhistisch, sei es muslimisch und guter Bürger eines Landes zu sein, ist kein Widerspruch. Und das sehen wir in der Religionsgeschichte schon. Und wir sehen es einfach am täglichen Zusammenleben, wenn wir mit Personen sprechen. Und Religion steht dort nicht sehr oft mehr im Vordergrund. Sie haben ein Buch herausgegeben mit Kollegen, das heißt Integration durch Religion, mit einem dicken Fragezeichen versehen. Sie versprechen geschichtliche Befunde, Analysen und Perspektiven. Die Frage, wie steht es denn um die Antworten? Scheut sich die Wissenschaft, eindeutige Antworten zu geben? Nein, sie gibt Antworten, aber sie gibt unterschiedliche. Sie differenziert, sie unterscheidet, ne? Und es kommt eben sehr deutlich dann darauf an, wie verstehe ich Integration letztendlich? Verstehe ich Integration, wie ich sie jetzt definiert habe, als Teilhabe, als eine Möglichkeit an der Gesellschaft, sich einzubringen, an den Ressourcen teilzunehmen? Oder ist Integration, wie es lange verstanden wird und wie es auch gesellschaftspolitisch in vielen Kreisen verstanden wird, eigentlich Anpassung? Anpassung an die Bedingungen der Gesellschaft und damit sind die Rahmenbedingungen der Gesellschaft gesetzt dann. Und das ist Assimilation. Und wie wir in unseren Gesprächen, wie ich sehe, ist diese Assimilation oft eine Aufgabe von hergebrachten Bezügen, sei es Familienbezügen, sei es bestimmten Bezügen, wie ich selber mich als Person einbringe, na, dass ich sozusagen meine Eigenheit, meine Identitäten auch wahren möchte. Und in dem Sinne ist Assimilation nicht notwendig ein Konzept, was jetzt zu einer Anerkennung auch der Immigranten führt, der zugezogenen Personen. Aber haben wir hier nicht ein Dilemma? Sie haben gesagt, für Sie ist Integration in erster Linie Teilhabe, Partizipation. Die Mehrheitsgesellschaft, würde ich behaupten, sieht es eher als eine Anpassung an. Die hiesigen Gepflogenheiten werden immer wieder hervorgehoben, an die es sich anzupassen gilt. Wie bringen wir jetzt diese beiden Extremas sozusagen zusammen? Ich denke, im Alltag läuft sehr viel schon miteinander sehr gut zusammen, na, indem diese Teilhabe eben auch niederschwellig ist, dass sie in Teilhabe in beruflichen Bereichen da ist. Die Kinder werden in den Schulen integriert, bekommen hier eben auch die Kontakte da und nehmen teil an mit erster Ausbildung, an höherer Ausbildung dann. Und es ist eine Teilhabe, die jetzt eben nicht, die sehr viel Spannbreiten hat und ein Spektrum aufzeigt dann. Und wir haben eben moderne Gesellschaft, ausdifferenzierte Gesellschaft, das heißt verschiedene Bereiche haben wir, in der nicht notwendig in allen Bereichen Teilhabe ist. Aber ich denke, sehr wichtig für Zugezogene ist die primäre, die vordergründige Teilhabe ist, beruflich eingegliedert zu sein, sozial eingegliedert zu sein, sei es in Jugendgruppen, sei es in Jugendclubs, sei es in Sportvereinen und so etwas. Und da sehe ich doch sehr viel Positives, was auch läuft. Sie streichen das Positive hervor, was schon gut läuft. Wenn wir den öffentlichen Diskurs uns anschauen, dann tönt das sehr viel anders. Es ist ein Politikum, es ist ein heißes Eisen. Wie sehen Sie denn das? Wie viel muss denn der Staat vorschreiben an Integration? Das ist in der Tat ein heißes Eisen. Es ist die Frage, ob der Staat dies überhaupt vorschreibt oder ob es nicht in der Zivilgesellschaft vorgeschrieben wird. Das heißt durch politische Parteien beispielsweise, durch Meinungsmacher dann. Und ich sehe den Schweizer Staat eigentlich, wenn ich mit Behörden zu tun habe, sehe ich ihn eigentlich relativ entspannt. Gerade wenn wir die Muslimfrage und die sozusagen die Islamdiskurs sehen. Ich sehe viele Behördenvertreter auf der nationalen Ebene, Bundesratsebene, auf lokalen Gemeinden eigentlich eher entspannter, relativierender, differenzierender. Und ich sehe politische Parteien, die vielleicht auch die Unterschiedlichkeit von Muslimsein in der Schweizer Gesellschaft nicht so sehr sehen und ein einheitliches Bild zeigen dann. Ich denke, man muss sehen, dass es ist nicht nur alles sozusagen positiv in den Immigrantenvereinen. Man muss auch sehen, es wird beispielsweise bestimmter Druck ausgeübt, teilzunehmen oder vielleicht bestimmte Rollen einzunehmen für Frauen, für Männer dann. Also vereinheitlichen, nur das Verherrlichen, was in den Vereinen läuft, das möchte ich auch nicht sagen. Bleiben wir noch einen Moment. Sie haben eben die Islam-Diskursfrage angesprochen. Es heißt ja immer wieder, Muslime sind integrierbar, der Islam
aber nicht. Mhm. Wie stehen Sie zu solchen Aussagen? Ich glaube, auch hier muss man einfach sehen, es wird ja pauschalisierend gesprochen dann. Und man versucht eben dann sich sozusagen da noch rauszuretten. Ich glaube, einmal, man muss einfach sehr deutlich sagen, Islam ist eine gelebte Religion. Und sie wird in der Schweiz, wenn wir uns anschauen, wie erste Immigranten, wie die Jugendlichen das leben, wir sehen eigentlich, der Großteil ist relativ distanziert gegenüber der eigenen Religion. Wir kommen auf die Thematik der zweiten Generation. Und in dem Sinne, finde ich, Islam, muss man sehen, wie wird es praktiziert, wie wird es gelebt? Und da sehe ich einfach, es wird nicht der Islam gelebt, sondern es werden unterschiedliche Formen von Islam gelebt. Und ich war letztlich in einer bosnischen Moschee, da wird mir sehr deutlich betont, die Frau des Imams sagt mir, wir sind europäische Muslime. Wir gehören schon seit langem dazu. Nur wir werden sozusagen fremd nach außen gedrängt. Und in dem Sinne finde ich, der Islam ist eine Kategorie, die uns eigentlich in dem gesellschaftlichen Gespräch, Diskurs nicht weiterhilft, sondern eine Negativschablone aufgestellt ist, die sozusagen unvereinbar ist mit Schweizer Werten, Schweizer Demokratieverständnis. Aber in einem Verständnis, was hier an Prozessen, gesellschaftlichen Prozessen läuft, ist dies eigentlich nicht hilfreich und führt auch nicht weiter. Aber interessant ist doch, dass diese Frage stark für den Islam gestellt wird, aber wir hören selten, Hindus sind integriert, aber der Hinduismus lässt sich nicht integrieren. Das liegt auch daran, dass jede Gesellschaft hat schon einen Platz für eine fremde Religion, zugezogene Religion in der Gesellschaft gemacht. Hindus, vietnamesische Buddhisten, tibetische Buddhisten sind sozusagen auf der positiven Seite. Mhm. Sie werden nicht hinterfragt. Tibetische Buddhisten haben den Dalai Lama, der jetzt gerade in Basel war. Sie werden nicht hinterfragt. Warum werden Sie nicht hinterfragt? Ja, das ist natürlich, weil die Gesellschaft sich auch bestimmte Bilder von den Religionen macht und sie auch gerne so hat. Dann. Und wir haben, man muss sagen, Islam war in den 1920er Jahren, war im 19. Jahrhundert zum Teil, das war sehr verherrlichend, war sozusagen das Bild von Tausend einer Nacht. Es war bei Intellektuellen in Deutschland, zum Teil in der Schweiz, war Islam sozusagen als rationale, naturwissenschaftlich fundierte Religion, die auch viel mit Wissenschaften arbeitet, da kommt die Mathematik her, war zum Teil auch sehr, in der Zeit, war sehr positiv angesehen. Und natürlich jetzt mit den Terroranschlägen nach 2001 hat es sich sehr gedreht. Und politisch ist es, das sieht man nicht nur in der Schweiz, das sehen wir in anderen europäischen Ländern, ist Islam eine Folie, über die hervorragend mobilisiert werden kann. Weil wir einen Fremden haben, den können wir an eine bestimmte Ecke stellen. Wenn wir uns Muslime selber anschauen, wenn wir uns die Webseiten, wenn wir mit Imamen reden, die sagen, natürlich stehen wir zu der Schweizer Gesellschaft. Wir haben auf den Webseiten vorne drauf Bekenntnis zur Schweizer Rechtsgesellschaft, zur Demokratie. Ne? Aber wir werden nicht gefragt, sondern es werden bestimmte Schablonen dann oft gezeigt in der politischen Gespräche. Und das würde dann auch heißen, dass die anderen Religionsgemeinschaften so etwas aus dem Fokus geraten und sich vielleicht so in diesem Windschatten der Islamdiskussion eigenständiger reformieren können. Ich nenne ein Beispiel. Wir haben kürzlich erfahren, die Hindu-Gemeinde im Haus der Religion in Bern will einführen, dass auch Frauenpriesterinnen werden können, ändert die Sprache vom Sanskrit zum umgangssprachlichen Tamilisch. Warum ist das Reformtempo in den Religionsgemeinschaften so unterschiedlich? Ich glaube, man schaut jetzt sehr deutlich auf diesen Tempel in Bern, weil er sozusagen genau das Bild bedient, das viele Schweizer, auch Politiker, vielleicht Religionsvertreter haben, sozusagen ein modernen Hinduismus oder reformierten Hinduismus, der Frauen gleichstellt und so etwas. Wir übersehen aber die anderen 20 Tempel, in denen sehr viel passiert auch, in der auch Jugendliche eingezogen werden, in der Frauen zum Teil unterschiedliche Möglichkeiten haben. Ja. Ich würde sagen, Reformtempel, wir sehen in den Moscheen auch viele Reformen, in denen beispielsweise Imame plötzlich Rollen annehmen müssen, die sie in den Herkunftsregionen gar nicht haben. Sie sind plötzlich Berater, Seelsorger, sie sind mitunter ein Jobvermittler. Also Reformtempo würde ich nicht so sehen, sondern das ist jetzt ein sozusagen besonderer Fall mit dem Hindu-Tempel. Und wir sehen, der jetzt in den Medien schön gepusht wird. Es passiert dort auch viel. Ja, aber ich denke, die anderen Tempel, wenn ich jetzt in Dürnten, na Oberland sehe, wenn ich in Luzern den Tempel sehe, dort versucht man auch viel sozusagen, sich hier in die Gesellschaft einzubringen und mitzumachen, den zu Schulklassen zu öffnen, für Führungen zu öffnen und Ähnliches. Wir werden uns darüber noch unterhalten. Jetzt hören wir erst einmal drei Stimmen von jungen Muslimen und was es für sie heißt, ihre Religion
hier und heute zu leben. Zeitgemäß ist für mich, ich gehe in Ausgang. Ich darf auch einen Freund haben, der nicht den islamischen Glauben hat, was ich auch schon hatte. Ich habe geraucht. Ich kann auch mal ein Gläschen Wein trinken, ohne Angst zu haben, dass ich in die Hölle komme wegen dem. Das ist nicht der Fall. Das weiss ich. Der Glaube ist für mich eine Lebensart und eine Lebenseinstellung. Und irgendwo gibt es für mich halt auch persönlich liefert die nötigen Antworten, die man sich halt im Verlauf des Lebens mal stellt. Oder? Aber es ist für mich etwas sehr Privates, sehr Persönliches. Also, ja, ich tue mich nicht damit brüsten oder nach außen tragen. Es ist wirklich für mich und ja, damit hat es sich eigentlich auch. Ich bin ja Migrantin, ich bin mit 8-Jährigen in die Schweiz gekommen. Und für mich war das nicht immer sehr einfach gewesen, als Kind und als junge Frau, so zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen, zwischen zwei Ländern aufzuwachsen. Ich hatte sehr lange immer das Gefühl gehabt, ich gehöre nirgendwo her. Also ich habe mich nicht albanisch-mazedonisch gefühlt, wie auch nicht richtig schweizerisch, wo ob dort oder hier bin ich immer der Ausländer gewesen. Und dann hatte ich so eine Phase, in der ich mich wirklich mit mir selber auseinandergesetzt habe und nach meiner eigenen Identität gesucht habe. Und da habe ich gemerkt, dass Religion wirklich viel mehr Bedeutung für mich hat, als ich das eigentlich wahrgenommen habe bis dahin. Ja, Martin Baumann, das sind drei sehr unterschiedliche Stimmen. Mir fällt aber auch auf, dass alle drei ein positives Verhältnis formulieren in Bezug auf ihre Religion und dass sie sich irgendwo zwischen Religion als Lifestyle und Religion als Identität bewegen. Ist das nun typisch für Muslime oder eher typisch für die zweite Generation? Ich denke, das ist typisch für die zweite Generation. Was wir in dem Fall gesehen haben, in den zwei, drei sozusagen Ausschnitten, ist Aussagen von Personen, die für die Religion sozusagen ein Vehikel ist, ein Weg, um Identität zu finden, seinen Platz in der Gesellschaft, sozusagen zu wissen, wo man steht. Der zweite Mann war sozusagen sehr religiös. Für ihn war Religion ein Lebensweg. Und das erste Porträt von der jungen Dame war in dem Sinne sehr anschaulich, dass es zeigte, wie distanziert man gegenüber Religion ist und bestimmte Regeln, Vorschriften, man kein Alkohol zu trinken im Islam, überschreitet. Und wir sehen eigentlich bei vielen Zweitgenerationen, sei es jungen Tibetern, jungen Muslimen, jungen Hindu, dass wir so ein Spektrum haben von Personen, die sehr distanziert gegenüber ihrer Religion sind und welchen, die sehr religiös sind, für die das wichtig ist. Aber diese zwei Pole, die Endpole, sind quasi Minderheiten, sehr deutlich Minderheiten. Und den größten Bereich sehen wir in Personen, Jugendlichen, die selektiv religiös sind, so haben wir das genannt, die mal in die Moschee gehen, mal in die Hindu-Tempel. Aber für sie ist es jetzt nicht so lebensbestimmt. Es ist eine Form, weil man mit den Eltern geht, mit anderen Freunden dorthin geht, vielleicht zu bestimmten Tageszeiten, bestimmten Festen. Aber man sozusagen auch diesen Spagat zwischen der Welt der Eltern, der Immigrantengemeinschaft und eben der angebotenen hiesigen Gesellschaft mit Konsumgesellschaft und Ähnlichem, da diesen Spagat auch schafft und das so interpretiert für sich, indem man distanziert und selektiv ist. Das wäre jetzt gleich meine nächste Frage gewesen. Sie besuchen ja auch häufig die Religionsgemeinschaften verschiedener hinduistischer oder buddhistischer Ausrichtungen. Was erleben Sie da? Gehen junge tamilische Männer und Frauen, junge Buddhisten, Tibeter, gehen die noch so selbstverständlich in den Tempel und pflegen Gemeinschaft, wie das ihre Eltern getan haben? Nein, eigentlich nicht. Also man sieht ja sehr deutlich den Unterschied, wer wo aufgewachsen ist, wer wo sozialisiert ist. Für die Eltern, gerade wenn wir das Beispiel eines Hindu-Tempels nehmen, tamilischen Hindu-Tempels, ist dieser Tempel auch sehr deutlich eine Gemeinschaft. Da wird tamilisch gesprochen, da wird sozusagen auch Rückbindung nach Sri Lanka, an die Herkunft, an die heimatliche Kultur und Religion gesucht. Für die Zweitgeneration ist, mir sagte das jemand, sind die Rituale eigentlich langweilig. Ja, sie dauern lange. Sie sind unverständlich, es wird noch mit Rauch gearbeitet, Götter verehrt und so. Und wir sehen mitunter, dass die Mädchen
sozusagen sind gebeten, dann auch mit den Müttern im Tempel zu bleiben. Die Jungs bleiben draußen vor dem Tempel, bis auf wenige Ausnahmen, schwätzen da und unterhalten sich über verschiedene Dinge, sei es über Fußball, über Mädchen, und kommen zum Ende der Puja, der Andacht, rein. Da gibt es den Segen, hinterher gibt es das Essen. Aber es ist eine ganz andere Einstellung. Und sie sagen, Heimat ist für uns hier die Schweiz. Und es ist nicht mehr Sri Lanka. Und wenn ich in Sri Lanka bin, war, das ist für mich sozusagen ein Urlaub, aber da leben, das könnte ich nicht. Sie haben auch untersucht, wie sich religiöse Jugendgruppen verhalten. Und wenn wir uns jetzt so vor Augen halten, für den kirchlichen Bereich, die Zevis, Blauring-Organisation, die sind bekannt, anerkannt und ihre Arbeit wird auch sehr geschätzt. Aber schon wenn wir von jüdischen Jugendorganisationen oder dann muslimischen Jugendorganisationen, Pfadis beispielsweise, hören, dann denken wir doch sofort, ist das jetzt nötig oder ist das eine Form der Abgrenzung? Warum braucht es denn das? Sie sind eigentlich weitgehend erst einmal unbekannt, was da läuft. Man muss aber auch sagen, es ist eine Minderheit. Es ist eine Minderheit. Wir haben ungefähr, wenn die Schätzungen, wenn man sagen kann, wir haben 100.000, 120.000 junge Muslime. Jugendliche, junge erwachsene Muslime. Und wir haben plus minus 100 Jugendvereine gefunden. Das ist extrem wenig. Wir sehen, es sind 10, vielleicht 15% von jungen Muslimen machen überhaupt in diesen Vereinen mit. Der Großteil nicht, also 85% möglicherweise machen nicht mit. Wo machen dann die mit? Machen die in zivilgesellschaftlichen Organisationen mit? Sie sind in Sportvereinen drin, sie sind in der Lehre drin, sie engagieren sich in der Schule, dass sie dort gute Resultate bekommen. Sie sind im Konsumverhalten drin. Na, wie viele andere Schweizer Jugendliche auch dann. Wir sehen das in diesen, um auf die Jugendgruppen zurückzukommen, wir sehen, dass in diesen Jugendgruppen eigentlich die Aktivitäten sehr ähnlich sind wie bei Jugendblauring, bei den Pfadi Seppel, kirchlichen Vereinen, na, Freizeitaktivitäten. Wir sehen, dass hier Aktivitäten wie Sportanlässe, wie Schlittanlässe und so etwas organisiert werden. Aber der Unterschied ist, es werden auch religiöse Inhalte vermittelt, selbst vermittelt. Die Jugendlichen sind selber miteinander Lehrer. Beispielsweise eine Gruppe versucht den oder liest den Koran, erklärt sich bestimmte Dinge, lädt mal Referenten ein. Man hält selbstverständlich die Gebetszeiten ein. Bei einem islamischen Jugendturnier, Fußballturnier, haben wir gesehen, dass dort auch sozusagen die Sportkleidung relativ dezent war. Auch dort Gebetszeiten eingehalten wurden. Und auch die Geschlechtertrennung relativ stark und deutlich war. Das heißt, in diesen Jugendorganisationen herrscht so ein bisschen die Vorstellung, ganz oder gar nicht. Entweder organisiert man sich in der Gesellschaft und dann ist man nicht in diesen Jugendorganisationen, oder wenn man dort dabei ist, dann geht es sehr religiös zu und her? Nein, das sehen wir nicht, sondern wir sehen, es gibt eigentlich sehr wenige hochreligiöse Jugendgruppen, weil das ist nicht attraktiv für Jugendliche. Jugendliche gehen hin, weil es offen ist, weil es interessant ist, dort Aktivitäten angeboten werden, die jugendorientiert sind. Ja? Und wo wir aber auch Aussagen haben, wo einer sagte, hier kann ich mich mit anderen über die Problematik, über die Schwierigkeit einfach auszutauschen, in der Schweiz ein Muslim zu sein und wie ich mein Leben lebe. Was kann ich essen? Warum muss ich muss mich nicht immer begründen, dass ich keinen Alkohol trinke und Ähnliches. Und es sind eigentlich Vereine, die wir haben nicht in den Untersuchungen gesehen, dass wir jetzt sozusagen hochreligiöse, vielleicht welche abkapselnde, sondern wir sehen Jugendvereine, die das vielleicht auch die Minderheit, aber versuchen, sich in interreligiösen Dialog einzubringen. Wir sehen meinetwegen, wo man mit einer christlichen Jugendgruppe zusammen eine Anlass durchführt und sagt, was heißt für mich Muslim sein, was heißt für mich Christ sein. Na, aber wir sehen eigentlich den Grad von sozusagen Engagement, der ist ähnlich wie bei anderen Jugendvereinen, christlich geprägter oder nicht christlich geprägter Vereine. Und wir sehen aber nicht so eine Abschottung, sondern wir sehen, das ist ein Ort, in dem Kraft geschöpft wird und dem, das war das letzte Porträt von der jungen Dame, wo sozusagen so Identität geschaffen wird, wo man weiß, hier gehöre ich hin, das gehört für mich und ich kann religiös sein und in der Gesellschaft teilzuhaben, meine Lehre, meinen Beruf zu machen, kann ich sehr gut miteinander verbinden. Das würde auch heißen, dass das vielleicht eher so eine vorübergehende Attraktion darstellt für die Jugendlichen, die dort sich aufgehoben fühlen und sich austauschen? Sicherlich. Wir sehen eben, wenn Jugendliche älter werden, die verlassen aufgrund Familienbildung, aufgrund von Aufnahme von Studium, von beruflichen Engagement, sehen wir, dass sie die Jugendgruppen verlassen. Wir sehen einige Jugendliche, die bleiben in den Jugendgruppen drin, helfen hier wieder Jüngeren. Und das, denke ich, sind ganz wichtige Role Models, also Vorbilder.
Und Sie sagen auch, wenn jemand sagt, warum soll ich diese Algebra-Mathematik-Lösung und Rechenaufgaben machen, dann sagt ein älterer Jugendlicher, sagt, schau, ich lerne auch noch, ich bin hier an der Universität oder ich bin in der höheren Lehre und über Bildung nur schaffst du den sozusagen Teil zu werden und Teil hier in der Gesellschaft Fuß zu fassen und auch einen guten Job zu haben. Die Bedeutung der institutionellen Religion nimmt tendenziell ab bei uns in der Gesellschaft. Trotzdem betonen Sie oder wird in diesem Buch auch betont, dass Religionsgemeinschaften einen zivilgesellschaftlichen Nutzen haben. Wie können wir uns so einen Nutzen vorstellen? Der Nutzen ist, indem er erstmal Personen einbindet. Er bindet Personen ein, stellt Kontakte her. Ja, und über, was wir gerade eben in dem Buch, was wir betonen, ist eben gerade christliche Gruppen, gerade die großen Landeskirchen, aber auch Freikirchen, ja, sind sehr, sehr engagiert, um auch soziale Missstände in der Gesellschaft aufzuheben. Und letztendlich in einer Gesellschaft wie die Schweiz, ist die sehr stark auch Zivilgesellschaft organisiert ist, geht dies über Institutionen, geht dies über Vereine, Freiwilligenvereine. Wir sehen eben in der Schweiz auch, dass dieses Freiwilligenengagement nach und nach eigentlich zurückgeht. Das hängt natürlich sehr stark mit Individualisierung zu tun und zusammen. Und Konsumgesellschaft, das sind andere Angebote. Würden Sie denn ganz konkret Jugendlichen empfehlen, die sich in religiösen Gemeinschaften engagieren, dieses als einen Mehrwert hervorzuheben, beispielsweise bei einer Lehrstellenbewerbung? Ich würde es hervorheben, aber ich würde es begründen. Ja. Nicht, weil sozusagen in den Köpfen ist natürlich das Bild, islamische Jugendgruppe, ist das abgeschottet, ist das radikalisiert? Aber wenn ich schreibe, ich bin in einer muslimischen Jugendgruppe und habe hier gemacht Hausaufgabenhilfe, ich habe organisiert einen interreligiösen Dialoganlass, ich habe organisiert einen Ausflug nach dort und dorthin. Das zeigt, diese Person übernimmt Verantwortung und kann organisieren. Und was wir sehen, was in den Jugendgruppen läuft vielfach, ist Verantwortung übernehmen, organisieren lernen. Und das ist natürlich zivilgesellschaftliche Fähigkeiten, zivilgesellschaftliches Kapital, was man auch in anderen Bereichen gebrauchen kann, sei es im Studium, sei es im Beruf, sei es in Bereichen, wenn man in politische Parteien oder Ähnliches geht. Bleiben wir ganz kurz bei der Frage des Kapitals. Erkennt unsere Gesellschaft diese Anlage, diese nötige Investition in dieses Kapital? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, sie kennt das sehr gut bei christlichen Jugendgruppen. Sie kennt das sehr gut bei Blauring Jugendring, bei Blauring Jungwacht, bei den Fadi, Seppel und Ähnlichen. Da kennt sie das sehr gut. Aber sie sieht sozusagen aus ihrer Perspektive heraus mit der Negativfolie Islam, ja, sieht sie noch nicht, dass Ähnliches eigentlich läuft auch in muslimischen Jugendgruppen, auch in tibetischen Jugendgruppen oder vietnamesisch-buddhistischen Jugendgruppen. Hier wird organisiert und dies organisieren lernen, sich vor eine Gruppe stellen und zu sagen, lass uns diskutieren, lass uns dies machen, organisieren, jemand anzurufen, Dinge auf die Beine zu stellen. Das glaube ich, es wird mit der Zeit stärker kommen. Ich sehe es in den lokalen Gemeinden, dass beispielsweise Integrationsbeauftragte sind oft sehr gut informiert, sie wissen darüber, aber auf der ein bisschen höheren politischen Seite, dann wird sehr schnell dieses Argument Religion ausgrenzt, nicht zugehören, instrumentalisiert und dann sind damit Blockaden auch gelaufen. Ich glaube, wir müssen schauen, was läuft in den religiösen Vereinen, was läuft in den Jugendgruppen, um dies einmal sozusagen auch weniger von der Religion zu sehen, sondern von den Aktivitäten her. Wir kommen bereits schon zum Schluss und meine letzte Frage wäre die nach dem Ausblick in die Zukunft. Wohin läuft der Trend bei der dritten und später auch vierten Generation, was die Bedeutung der Religion anbelangt? Es kann sein, wie wir aus amerikanischen Studien wissen, dass die dritte Generation möglicherweise religiöser wird, sozusagen diese Distanzierung zurücknimmt und sagt, wir möchten mehr an die Wurzeln der Eltern, an das Herkunftsland. Es kann aber auch sein, dass dieser Trend der Ich-Gesellschaft, wie mein Kollege das Jörg Stolz gesagt hat, dieser Trend der Ich-Gesellschaft, der Konsumgesellschaft weiter stark anhält und die Leute noch mehr sich von Religion distanzieren. Ne? Und ich glaube, was wir von der Gesellschaftsseite her sehen müssen, ich glaube, wir müssen diesen Effekt von Religionisierung, sozusagen Religion auflegen, auf Leute aufstülpen, auf Vereine. Man muss es einfach ein bisschen nüchterner, ein bisschen entspannter sehen und sehen, es ist nicht Religion sozusagen per se positiv oder negativ, sondern wir müssen einfach schauen, wie stark ist Religion eigentlich hier drin und nicht. Und diese Religionisierungsfalle eigentlich, die zurücknehmen und schauen, was sehen wir vor Ort und was ist wirklich vorzufinden. Sie werden die Entwicklungen weiterverfolgen, wir auch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch. Danke Ihnen auch vielmals.
Mit dem Film, den wir Ihnen jetzt zeigen, bleiben wir beim Thema. Ich bin ein Berliner, sagte einst der amerikanische Präsident John F. Kennedy. Ich bin ein Berliner oder eine Berlinerin, sagen auch die drei jungen Menschen, die Sie gleich kennenlernen werden. Einer hat kongolesische, eine iranische und der dritte jüdisch-aserbaidschanische Wurzeln.